Hier wohnen Max und Anna. Sie sind 3 und 8 Jahre alt. Ihre Mama Nele erzieht die beiden bedürfnisorientiert. Wir wollen sie im Alltag begleiten und miterleben, was das eigentlich bedeutet. Unser Dreh beginnt an einem Freitagnachmittag gegen 3 Uhr. Die Kids kommen gerade von Kindergarten und Schule nach Hause. Jetzt geht es erst einmal nach draußen. Max will heute zum ersten Mal mit seinem großen Fahrrad fahren. Nele unterstützt seine Entscheidung. Als es darum geht, das große Fahrrad für ihn bereit zu machen, hilft der Dreijährige tatkräftig mit. Ich alleine! Das Fahren mit dem großen Fahrrad klappt nach leichten Startschwierigkeiten gar nicht mal so schlecht. Vom Aufräumen ist Max allerdings etwas weniger begeistert. Zur Abkühlung gibt es ein kühles Getränk. In einem Geschenk? Ja. Hatte der Geburtstag? Ja, und nein! Kaum hat Max seinen Becher Milch bekommen, tuppt er damit auf der Couch herum. Nimmst du den Becher in die Hand, bitte. Ich möchte nicht, dass er auskippt auf der Couch. Mama, okay. Man merkt, dass Nele sich zusammenreißen muss, um nicht laut zu werden. Selbstkontrolle seitens der Eltern ist ein wichtiger Teil bedürfnisorientierter Erziehung. Während die Kids sich ausruhen, nutzen wir die Zeit, Nele ein paar Fragen zu stellen. Was ist bedürfnisorientierte Erziehung für Sie? Man informiert sich noch mehr, man denkt noch mehr drüber nach, ist das jetzt richtig? Ja, und ich glaube, dass man da echt aufpassen muss, sich selber nicht zu sehr unter Druck zu setzen und auch nicht zu sehr in den Vergleich zu gehen mit anderen Eltern, Müttern, weil jedes Kind ist sowieso anders, jeder Haushalt, jede Familie ist anders. Und deswegen sage ich ja immer so, bedürfnisorientiert bedeutet halt auch die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Was hast du gemacht? Willst du nur Fuß gegen die laufen? Ja. Und man kommt in so einen Overload, so einen permanenten, und stellt seine eigenen Bedürfnisse oft so krass zurück, dass man die gar nicht mehr empfindet. Und ich finde das so wichtig, Auszeiten zu kriegen, weshalb ich halt auch super viel Wert darauf lege, dass die Kids bei ihren Vätern sind. Deswegen fahre ich jetzt auch eine Woche alleine ohne Kinder in Urlaub, um mich mal wieder zu spüren. Weil nur wenn ich meine Bedürfnisse kenne, kann ich dafür auch einstehen und Grenzen setzen und den Kindern auch mal sagen. Und das kam durchaus schon vor, wenn ich so ganz krass am Limit war, so Wochenende, wo ich dann sage, oh, nee, Frühstück steht bereit, beschäftigt euch, ich lege mich nochmal ins Bett. Oder die Große bitte ich dann halt auch manchmal, so ein bisschen zu gucken und sich zu kümmern. Ist halt so. Ich sage immer, wir sind ein Team. Ne? Ich bin keine Bedienstete hier im Haushalt. Ja, und dann kann das funktionieren. Bei einem Blick ins Kinderzimmer bemerken wir, welche Einflüsse Neles Erziehung jetzt schon auf die beiden hat. An Annas Schrank hängen Zettel mit guten Vorsätzen. Neben typischen Kinderwünschen auch die Aufforderung, bei Wut ruhig bleiben. Vielleicht etwas, was sich Anna bei ihrer Mama abgeguckt hat? Im Wohnzimmer bastelt die kleine Familie mittlerweile fleißig. Nele unterstützt die Kinder auch hier, lässt sie dann aber einfach machen. Während Anna Stück für Stück ein Papageien zusammenflickt, vergnügt sich Max mit einem blauen Filzstift. Mama! Was denn? So, jetzt gehst du deine Feuchttücher holen und machst das bitte sauber. Ja. Bitte. Guck mal, das ist Mamas Tisch. Unser Tisch, wo wir essen. Geh mal bitte in Feuchttuch holen. Gehst du bitte in Feuchttuch holen? Nele bleibt auch dieses Mal ruhig, erklärt Max, was ihr an seiner Handlung nicht gefallen hat. Die Diskussion übers Wegputzen ist relativ kurz. Auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder achten und auf Druck und laute Worte verzichten. So erleben wir bedürfnisorientierte Erziehung bei Nele und ihren zwei Kindern.